Hör mal, ein Thema, was wir heute auch angesprochen haben, ist eben die baltisch-adriatische Achse. Das heißt, diese Verbindung ist eben eine sehr wesentliche Lebensader für die Bahn in Europa. Wie wichtig ist das für die ÖBB? Das ist eine für uns sehr, sehr wichtige Achse. Österreich ist das Transitland sowohl im Ost-West-Transit, Stichwort neue Weststrecke, als auch Nord-Süd-Verkehr, Stichwort baltisch-adriatische Strecke, betroffen. Insofern sind wir auch sehr froh, dass wir diese Südstrecke ausbauen können, sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr. Und wenn man sich anschaut, dass auf dieser Südachse bisher schon 31 Millionen Tonnen fahren und das ist mehr als am Gotthard, dann zeigt sich, wie wichtig diese Achse ist. Wichtig ist, einerseits gibt es ja jetzt dieses Projekt Eiserne Seidenstraße vom Osten her und andererseits auch die Meeresverbindung über Triest. Im Triestiner Freihafen hat Österreich seit 1947 besondere Sonderrechte durch den Friedensvertrag von Paris. Wie wird das wahrgenommen? Gibt es da auch Absprachen mit der italienischen Regierung? Triest ist für uns ein wichtiger Hafen, wo wir als Rail Cargo, als ÖBB Rail Cargo sehr stark präsent sind. Wir sind in diesem Hafen im Containerverkehr Marktführer und fahren täglich mehrere Züge Richtung Österreich, Richtung Deutschland, aber auch Richtung Tschechien und Polen. Gibt es da auch ähnliche Investitionsprojekte, die geplant sind, weil die ungarische Regierung plant jetzt knapp 100 Millionen Euro in Triest zu investieren? Also wir sind hier Logistikpartner für den Triestiner Hafen. Wir wollen auch diese Kooperation immer weiter verschränken. Wir haben erst letztes Jahr dazu einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, um auch die Hinterlandverkehre hier entsprechend zu ermöglichen. Denn diese großen Containerschiffe, die mittlerweile hier anlanden, bedeuten, dass du die Container möglichst rasch aus dem Hafen herausbekommst. Und hier werden wir für Triest auch Möglichkeiten anbieten. Abschließend noch dieses Dreieck Pyhrn-Schoberpass, was wir eben heute präsentiert haben, Semmering und Choralm-Tunnel wird auch immer wieder in verschiedenen Studien als Geschenk an die Betonindustrie gesehen. Also die TU Wien und die TU Graz haben da schon fast eine traditionelle Feindschaft in der Frage. Wie wichtig ist es, trotzdem auf den Bahnausbau zu setzen? Also ich betone nochmal, wenn man sich die Transportmengen anschaut, auf der sogenannten baltisch-adriatischen Achse mit 31 Millionen Tonnen, auf der Pyhrn-Schober-Achse mit 27 Millionen Tonnen, dann sieht man, dass beide Achsen ihre Berechtigung haben. Wenn man sich anschaut, wie stark exportorientierte österreichische Industrie ist, dann bedarf es auch entsprechender Verbindungen. Gerade die steirische Industrie in Richtung Deutschland wird diese Achse brauchen. Daher unterstützen wir auch all diese Initiativen, weil wir sozusagen auch als ökologisches Verkehrsmittel hier diese Angebote anbieten wollen. Denn wir müssen aus meiner Sicht den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene bringen, sonst werden wir die Pariser Klimaziele nicht schaffen. Danke fürs Gespräch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.